Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video 7 Days Sims Grand Cross. Heute ein bisschen später, war ein bisschen noch beschäftigt, heute hat was Wichtiges zu tun. Aber wir haben Montag, das heißt, wir haben immer die Update-Notizen. Und ja, das Ganze soll Dienstag um 9.30 Uhr fertig sein. Wir bekommen natürlich die neue Mono, die ja jetzt vor eineinhalb Wochen in JP rauskam. Relativ guter Charakter, haut guten Damage, aber ja, ich denke, man muss sie nicht unbedingt haben, also ich werde sie skippen, obwohl sie stark ist. Wenn ihr natürlich ein Fan der sieben Katastrophen seid und wollt sie unbedingt haben, dann könnt ihr natürlich gerne für sie ziehen. Aber ich gehe davon aus, dass wir in naher Zukunft den nächsten starken Festival-Charakter bekommen. Sehr wahrscheinlich eventuell sogar den Lichtcharakter. Deswegen würde ich nicht empfehlen, unbedingt dort zu ziehen. Es sei denn, man möchte das unbedingt. Sie ist ein starker Charakter, man kann auf jeden Fall für sie ziehen. Aber für mich wird sie erstmal leider ein Skip bleiben. Dann haben wir natürlich die ganzen Kostüme für sie. Wir kriegen zwei neue heilige Relikte. Einmal das von Sigurd, was sehr, sehr stark ist. Und zwar am Anfang, am Start der ersten Runde im PvP, werden seine Basiswerte um 25% erhöht. Und zwar von den Stats vom stärksten Feind mit der höchsten CC. Sprich, das heißt, es wird meistens ein Support-Charakter sein. Wer jetzt zum Beispiel Ludusil drin ist mit seinem heiligen Relikt 65.000 CC, bekommt der 25% seiner Basiswerte. Dann haben wir Brünnhild. Brünnhild hat hier ein heiliges Relikt, was ihr erlaubt, dass sie nur einen Debuff zur gleichen Zeit auf sich drauf haben kann. Und wenn sie gedebufft ist, ist ihr Angriff um 20% erhöht. Das heißt, sie wird jetzt halt eben noch stärker für die dämonischen Bestien und auch generell für PvE-Content ist sie damage-mäßig sehr, sehr stark und wird jetzt noch stärker. Sprich, beide heiligen Relikte sind für die Charaktere sehr gut. Sigurd ist es in der Hinsicht sehr gut, dass man ihn wieder ordentlich in PvP spielen kann. Und Brünnhild wird ein noch stärkerer PvE-Charakter, was sie natürlich sowieso schon ist. Und damit ist sie wahrscheinlich auch einer der besten PvE-Charaktere. Dann bekommen wir den Guildenboss gechanged von Einek auf Kelak. Das Ganze ist natürlich erst wieder am Sonntag da. Also sozusagen, wenn Gilden-Reset ist. Das heißt, die ganze Woche ist Einek noch am Start. Dann haben wir hier neue Bundles. Ja, die lohnen sich wie immer nicht. Würde ich nicht kaufen an eurer Stelle. Wir haben hier ein System-Update, wo man jetzt sozusagen hier die ganzen Sachen bei einem NPC checken kann für die Knighthood Competition Elite. Das heißt, wenn dort Season ist, es ist Gildenkrieg sozusagen, kann man jetzt hier die ganzen Details checken. Dann haben wir hier ein neues Event, ein Hideout Renovation Event. Dort kann man sich Reward, also ich gehe mal davon aus, dass man hier diese Cosmetics für Mono bekommt. Ja, genau, man bekommt es durch das Event. Blöd natürlich, wenn man in dem Fall keine Mono haben wird. Dann haben wir die kompletten Belohnungen, die es hierfür gibt. Das heißt, wir bekommen hier eine ganze Menge Stempel, eine ganze Menge Emotes, die wir raushauen können. Wir bekommen hier natürlich ein paar Belohnungen. Nimmt man alles gerne mit. Das Event findet man hier sozusagen direkt im Hauptmenü. Und ansonsten kriegen wir jetzt, wie schon im Video letztens erwähnt, dieses Craft-Event, wo wir uns hier Sachen craften können und dafür Belohnungen bekommen werden. Hier sehen wir, wie wir das Ganze craften. Dann sehen wir hier die Craft-Materialien, wo wir die denn bekommen. Hier einmal durch die 7 Katastrophen Daily Event Missions, einmal am Tag, einmal durch den Coinshop und 15 Mal in Vorzeuges, in Boss Battles, Todesmatches, Knighthood Boss Battles, umgekehrte Stufen, Trainingsgrotte, Turm der Prüfungen. Dort bekommen wir diese ganzen Materialien. Dann haben wir den Coinshop Exchange, wo wir sozusagen für diese Coins hier uns die Craft-Materialien holen können. Dann bekommen wir hier anscheinend immer wieder tägliche Missionen, wo wir uns zusätzlich nochmal diese Craft-Materialien holen können. Hier sehen wir, wo wir und die ganzen Craft-Materialien über die ganze Woche verteilt herbekommen. Dann haben wir das Special Disaster Battle Returns. Das ist immer ganz nice, denn dort gibt es ein paar Diamanten zu holen. Einmal hier das Disaster Battle, was wir ja schon kennen. Fürs erste Mal clearen bekommen wir auf der Stufe Normal jeweils einen Diamanten, dann auf Schwer 2 Diamanten und auf Extrem 5 Diamanten, sodass wir hier 15, 21, 24 Diamanten bekommen, sprich 8 Diamanten pro Stage, alle Stages gemacht, 24 Diamanten geschenkt bekommen und die Stages sollte jeder ohne Probleme schaffen, denn das Event kam das erste Mal raus, da gab es gar kein Super Awakening oder sowas. Das heißt, da sollten die wenigsten Leute Probleme mit haben. Dann haben wir den Special Disaster Battle Exchange Shop. Hier können wir uns wieder Cosmetics für die 7 Katastrophen holen. Egal ob, ja, für alle Kostüme, die wir halt eben sehen, Valenti, Camilla, Easton, ist vollkommen egal, sieht man auf jeden Fall. 4 Cosmetics, komplett richtig nice, nimmt man gerne mit.
Dann haben wir die Exchange-Items natürlich. Das sind sozusagen wieder Cosmetics für die jeweiligen Stufen im Special Disaster Battle. Boah, sind ordentlich viele Cosmetics, die wir uns hier tatsächlich erspielen können. Dann haben wir natürlich ein Battle-Event vor Zolgus. 5 Aufgaben, kann man sich 2 Diamanten zusätzlich holen und natürlich pro Stufe, wenn man sie das erste Mal abschließt, hier diese Belohnungen. Dann haben wir wieder eine Knighthood Competition, für die meisten von uns leider uninteressant, obwohl die meisten jetzt ja mittlerweile in der Knighthood Competition gerne teilnehmen würden, um die Cosmetics dafür zu bekommen. Und ansonsten war es das tatsächlich schon. Hab versucht, das Ganze heute ein bisschen kürzer zu halten, denn wir sind schon echt spät dran. Und ja, dann soll es das von mir gewesen sein. Ab morgen sind wir wieder, weil wir letzte Woche, ja, ich in letzter Zeit ziemlich viel Stress hatte, ich letzte Woche gar nicht streamen konnte. Ab morgen sind wir natürlich wieder auch am Stream, sprich 18 bis 19 Uhr irgendwann komme ich meistens online. Dann streamen wir ein bisschen 7 Deadly Sins. Das heißt, wenn ihr da auf Bock habt, freue ich mich natürlich über jeden, der morgen am Start ist. Und dann soll es mit dem Video von mir gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut.